21.000 Zuschauer sahen heute im erstmals ausverkauften neuen Ostseestadion ein denkwürdiges Spiel. Überraschend bereits der Beginn, die Führung der abstiegsbedrohten Rostocker nach 29 Minuten vorausgegangen. Ein kapitaler Fehler von Bayern-Libero Jeremies, den Agali mit seinem dritten Saisontor clever ausnutzte. Die Freude der Hansa-Fans währte jedoch nur kurz, denn nur 3 Minuten später köpfte Kufur völlig unbedrängt zum 1:1 Halbzeitstand ein. Nach der Pause waren es erneut die clever konternden Rostocker, die durch Bashiru Salou in Führung gingen. Und diese nach einer Stunde durch Jakobsen sogar auf 3:1 ausbauen konnten. Bayern-Trainer Hitzfeld schöpfte in seinem 300. Bundesligaspiel noch einmal Hoffnung, als Jeremies auf 2:3 verkürzen konnte. Doch am Ende erhielten die Bayern einen empfindlichen Nasenstüber, verloren nicht nur die Tabellenführung, sondern auch noch Torhüter Oliver Kahn, der nach einem Handspiel im gegnerischen Strafraum in der Schlussminute gelb-rot sah.